Okay. Und konnte auch, glaube ich, irgendwie auf die Sicht drauf. Oh, jetzt haben wir auch schon 51 € eingenommen. Ist nicht schlecht. Hier schon 9 €. Oh. Das habe ich natürlich gar nicht mehr so in Betracht gezogen. Naja, jetzt haben wir leider Gottes miese gemacht. Hier haben wir schon 1800 Gewinn. Hier 145 könnte besser sein. Oh, nur 21 €. Finde ich nicht so gut. Läuft es denn hier besser? Ja, 30, auch nicht so toll. Hier haben wir schon 1200 €. Das ist schon mal alles wunderbar. Aber verflixt nochmal. Ich muss da irgendwie so eine scheiß Achterbahn hinkriegen. Habe ich damals auch geschafft. Mensch. Ist der Fall jetzt richtig? Ja. Machen wir nochmal. So. Dann brauchen wir mit Kette. Einen Antrieb nach oben. So, dann müssen wir ja einmal normal werden. Dann machen wir einmal nach unten. Müssen wir das leider so machen. So. Dann werden wir einmal kurz normal. So, das muss da jetzt gehen. Kann man das schon mal hier so kurz antesten? Ah, das ist, hätte ich nicht immer alles bauen müssen, sondern hätte ich alles so peu à peu machen können. Okay, das funktioniert schon mal. Alles klar. Machen wir mal eine geile Drehung. So. Aber das müssen wir wieder hoch mit Kette. So. Noch ein. Dann wären wir wieder normal. Dann gehen wir einen runter. Ne, noch ein. Dann wären dann wieder normal. Ne. So, jetzt wären wir wieder normal. Dafür werden wir ja wohl hoffentlich genug Schwung haben. Zu welcher Richtung zeigst du? Ja. So, jetzt möchte ich aber mal gucken, ob das schon mal gehen würde. Weil wenn ich jetzt mich immer weiter baue, so wie gerade eben, dann habe ich ein Problem. Es war ein bisschen doof gelaufen. Hätte ich mal eher ausprobieren sollen. Wir hatten mal eine richtig geile Bahn gebaut, ey. Die war echt richtig geil. Ah, gut, dass wir es ausprobiert haben. Kann das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Alles klar. Dann kommst du mal weg. Ja. So. Dann das. So. Das dürfte wohl genug Schwung sein. Dann gibt es ein paar Drehungen. Die sind alle in den Boden rein. Sehr gut.
Oh, wir sind schon ziemlich auf dem Boden. So. Dann machen wir eine Drehung. Gucken wir bis jetzt schon mal, ob das funktionieren würde. Ist, glaube ich, jetzt nicht so die geile Achterbahn. Aber für den Anfang muss es da erstmal reichen. Ja. So, dann fahr mal. Hui, hui. Zack, dann werden die ja wieder mitgenommen. Ich hoffe, das ist genug Schwung. Was? Immer noch nicht genug Schwung. Alter, willst du mich sowas von geil verarschen? Okay, das heißt, die machen wir weg. Nein. Nein. Eine Drehung muss rein. Nein. Ach, ich mach mal hier sämtliche Löcher hier in dem Boden. Ich verschandel hier meinen Park. Kann doch nicht wahr sein. So, hier geht's richtig geil runter. Nein. Ja, das wird gebaut. So, dann werden wir erstmal normal. Ich weiß nicht, ob das für sowas reicht. Das ist das Problem. Wir sind jetzt schon wieder ziemlich auf dem Boden der Tatsachen. Hier werden die ja wohl noch ein bisschen Schwung haben. Gucken wir mal. Bevor wir wieder weiterbauen. Ich muss da mal so eine scheiß Achterbahn hier hinkriegen. Geht doch nicht. Zack, zack. Ja, geht's. Hier dahin. Ja, das war ja bis dahin ist ja schon mal alles gut. Na, das ist ja schon mal nicht schlecht. Wow, das würden die sogar auch noch schaffen. Dass es da was hoch geht. Wunderbar. So, dann wären wir wieder gerade. Kann man nicht nochmal irgendwie was nach unten hin machen? Ich habe die Befürchtung, dass wir nochmal runter müssen. So. Nein, will ich nicht löschen. Hallo? Zack, zack. So, und jetzt zeig mir nochmal hier, was du drauf hast. Und dann werde ich hier ordentlich Geld für nehmen. Da könnt ihr mir aber glauben, ey. So. Aber sag mal, auch vielleicht eine andere Farbe geben, ne? Nur so schwarz. Ist vielleicht nicht ganz so attraktiv für die, Besucher. Jetzt haben wir natürlich hier Löcher. Aber naja.
Okay. Ändert hier. Ach, ich muss erstmal wieder in den Baumodus. Kann man hier. So. Habe ich noch eine Drehung? Das hier kommt weg. So. Mal gucken, ob das geht. Das testen wir noch mal. Und dann. Gucken, vielleicht kann man hier irgendwie Wasser reinmachen oder so. Guck mal, der Zaun, der ist hier unten. Auch nicht schlecht. Ja, kommt er, ich verliere hier Geld. Geld ohne Ende. Oh, die Megabahn ist das ja nicht, ne? Könnte viel mehr Special rein, aber ich bin da irgendwie so ein bisschen doof für. Die nächste wird dann besser. Ja, wunderbar, es geht doch. So. Die Bahn machen wir mal so. Dort machen wir mal golden. Und das machen wir mal so. Ja, das kann auch so bleiben. Nee, 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 nee. Hier will ich ordentlich Schotter für haben. Ordentlich Schotter. Das muss ich erstmal wieder rentieren. 4,50 € und natürlich auch nur bei Volllast. Dann machen wir jetzt noch ganz schnell einen Weg dahin. So, und damit bist du eröffnet. So, Kohle. Jetzt musst du aber reinkommen. Und hier hinten können wir mal ein bisschen fortfahren. Das sieht gut aus. Hier hinten machen wir mal den Weg weiter. Mit dem Tollen. So. Zack, und dann kommen hier noch ein paar Attraktionen hin. Wie zum Beispiel. Wahnsinn. Wahnsinn kommt hier hin. Hier ist rein und da ist raus. So. Dann wollen wir das mal hier mit dem Weg machen. So. Dann können wir da nämlich auch wieder irgendwelche Fressbuden oder sowas hinmachen. Aber erstmal wieder bei Volllast, sonst lohnt sich das nicht. Hier nehmen wir auch so 2,50 € wie beim Looping-Teil da. So, damit bist du eröffnet. Dann kommen hier Ballons, können wir ja auch noch hinmachen. Machen wir einmal Ballons. Dahin. So, du hast rote Ballons. 1 Euro. Nee, machen wir 90 Cent. Das ist schon in Ordnung. Du hier hinten hast noch nix. Du kommst schön hier hin. Ja, von mir aus hast du blaue Ballons.
Sehr schön. Ich sehe noch keine Leute und das Teil fährt. Auch nicht schlecht. Dann brauchen wir auch hier Getränke. Kommen hier hin. Eröffnet. Anfängerlevel bestanden. Supi. Und hier machen wir mal Hähnchen hin. Hähnchenteile. Hier gehen wir mal ein bisschen mit dem Preis runter. So.